Erde ausfüllen und Ach toll, dann danke wird noch Felix, dass du mir so. jetzt so ein Ding reingehauen hast. Mann, ich darf nicht mehr Eric Fish hören. Das ist so ein schlimmer Ohrwurm mit dem. Also seine Akustikalben meine ich jetzt. Ah, ist Felix weg? Ja. Ja. Er hat mal wieder sein Kabel berührt. Oh mein Gott, ich hab's Kabel berührt, alles geht unter. Das ist das Ende der Welt. Musikanten, sie wird untergehen. Immer diese Laptop-User. Ah, die Folge habe ich gesehen, die habe ich mir gestern angeschaut. Was? Das war richtig geil, Marc. Ich fand das cool, dass du unseren Plan durchkreuzt hast. Dadurch war das Ganze noch lustiger, wegen dem ganzen Schrei. Marc, nein! Ja, eben. Siehst du, das passt doch immer einfach wunderbar. Weißt du, wir planen irgendwas, es geht schief und umso besser wird's doch am Ende. Ja. Alter, das war so geil, ey. Ja. Ich hab mich so kaputt. Meine Burg! Und jetzt stell dir vor, du kanntest es schon. Jetzt stell dir mal vor, du hättest das Video noch nicht gekannt. Wie toll muss das für unsere Zuschauer gewesen sein? Ja, die werden sich jetzt ärgern. Weil ein paar Kommentare. Nö, die spielen in ihrer Welt weiter. Ja, wie sehen wir denn aus? Denkst du, wir machen das absichtlich so eine Scheiße? Du musst doch jetzt weitermachen auf der alten Welt, oder? Ja, ganz sicher nicht. Das war jetzt vor allen Dingen. Wir haben doch uns schon lange beschwert gehabt, dass wir diese scheiß Flatworld nicht mehr wollen. Nein, da kommen wir nicht auf die Idee, dass wir vielleicht doch eine neue Welt da machen. Nö, wir machen weiter. Mensch. So, ich brauche Holz. Also normales Holz. Hat jemand normales Holz? Holz? Vielleicht Holz? Holz? Wo ist denn der normale Wald? Also kein Dschungel. Musst du ein Stück rennen. Okay, ich renn mal. Bei mir war mittlerweile gar kein einziger Baum mittlerweile. Du bist ja so ein Typ, der rodet und nicht mehr anpflanzt. Ja, nein, ich hab ja eben einen Wald hier geschaffen, weil hier war keiner. Achso. Dann rodet ihr den Wald und lässt ihn dann. Berodet. Roden. Oh. Da hat sich ein Wort dazwischen geschlichen, was ihr nicht hören solltet. Ha! Ich hab's gut untergebracht. Nein. Boden. Ich hab Boden gesagt. Was? Nein, ich hab Boden gesagt. Ja, Boden. Das ist noch. Nein, Boden. Das hast du jetzt gesagt. Ja, weil ich überlege gerade, wie ich Gras hier hoch auf meine fliegende Insel fliegen will. Tja, hol den Adblock mit der Bootsamkeit-Spitzhacke. Oh lol, ich hab schon einen Adpad gebaut, obwohl ich es gar nicht wollte. Hält mich gerade auf. Na, siehst du, perfekt. Actix. Denn irgendwie muss man ja mittlerweile auch noch hoch auf die Insel kommen. Und dein Treppe ist ja noch nicht kalt. Nein, Huhn, zwei Hühner. Na, siehst du, perfekte Mutter. Ist das ein Zombie-Pigman? Das ist ein Zombie-Pigman? Blitz hat ein Schwein getroffen. Ja, stimmt, ein Blitz hat ein Schwein getroffen. Das ist ein Zombie-Pigman! Blitz hat ein Schwein getroffen. Da wieso geht sowas? Wetten, jetzt kommen hier 10.000 andere Dinge angerannt und töten mich? Aber wieso? Hey, guck, ich hab ein Goldnugget. Und gleich. Kadum. Sepp war slain by Zombie-Pigman. Hey, auf einmal Sepp war's Fireball by Geist. What the fuck? Ja, eben, wir haben noch gar keinen Nether. Brauchst mal einer. Hier. Sehr schön, wenigstens einer mitdenkt hier. Wenigstens mal einer, der mitdenkt. Wow, da ist ein Creeper und ich rein. Verdammte Scheiße. Okay, ist nicht gestorben. Ich überlege halt nur, wo ich das Portal am besten hinmache. Ich überlege gerade erstmal, wie ich am besten meine Schienenverbindung mache. Immerhin ist das so. Ich würde eine Schiene vor die andere legen. Nein, ob ich es unterirdisch mache oder oberirdisch, weil das ist eine Wüste. Ich würde es unterirdisch machen. Okay, ich baue oberirdisch. Musst du tief genug graben. Am besten so tief wie ich. Mach in der Erde. Ja, genau. Das muss alles auf einer Ebene sein. Also grab dich einfach bis Stufe 7 runter und bau da. Wow, oh, hier ist ja schon wieder Nacht. Kein Wunder, dass so viele Monster rumrennen. Jetzt verstehe ich das. Stopp. Oh, hau ich auch mal. Nachts kommen Monster. Alter, zum Glück hat mir Felix so viel Erde geschenkt, ey. Ja, das ist ein guter Felix. Dadurch ist meine Insel jetzt fast fertig ausgelegt. Da muss das Gras noch hochwachsen. Hey, ist ein Wald. Dann fehlen hier noch Bäume, Wasser und das Schiff. Boah, dämliches Kies. Du willst echt eine schöne Insel bauen, da freue ich mich drauf, wenn ich da mal vorbeikomme. Habe ich wenigstens mal was zu gucken. Oh, da oben ist Gold. Alle sind zwischen schon wieder Minen und Gieren. Ohne Fliegen unten die Insel noch so zu machen, dass er auch wie eine Insel aussieht und nicht wie so eine Fläche. Ja, richtig. So hat man es ja damals auch auf dem zweiten Server geplant gehabt. Wo ich hier meine lustige fliegende Stadt hatte. Richtig. Oh, die vermisse ich auch irgendwie. Ich hatte schon überlegt, die Map habe ich noch. Ob man vielleicht da die Season 2 gemacht hätten, aber da hatte ich ja schon was vorgefertigt, das wäre ein bisschen blöd. Ich habe die allererste Map noch, wo man. Du hast nämlich meine Version, die habe ich ja gelöscht. Weil da fehlt ja meine komplette Burg und die war ja so geil. Ja, aber ich habe da jetzt hier so eine fliegende Insel. Ich glaube, da habe ich eine fliegende Insel. Ach, hast du schon ein Prototypen gebaut oder was? Sepp, weißt du das auch? Ja, ich habe das Better Lightning gebaut. Da habe ich Ferieninseln gebaut. Achso, was? Ja, stimmt, die Ferieninsel habe ich auch noch gesehen. So was? Was auch das Gute ist an Better Lightning. Redstone leuchtet auch, wenn du es in der Hand hältst. Das heißt, wenn du irgendwie am Minen bist und gerade keine Fackeln hast, das ist ja mal praktisch.
Boah, wie viele Creeper rennen denn hier rum, verdammte Pisse! Mann. Und du auch, du stirbst jetzt auch, du blödes Vieh. So. Warum bin ich jetzt eigentlich schon wieder in der Mine? Ich wollte doch gar keine in die Mine. Ich wollte Bäume verholen. Meine Güte. Wie ich immer abgelenkt werde. Toll, jetzt ist so viel Eisen. Ich mag ja, das ist mir die ist ganzen... doch normal, dass es... Nee, ich markiere mir die und gehe jetzt wieder raus. Das geht gar nicht. Ich wollte Bäume. Ich geh gleich in die Mine, um mir Schienen raus. So, und dann ich dachte, ich gehe gleich mehr in die Mine. Ich brauche ein paar Diamanten. Ich habe kaum welche. Was will ich denn mit Diamanten, ey? 63, diese Scheiße, ey. Ja, wetten in der Folge 50 ist es ganz schön wieder vorbei, weil alles eskaliert, weil er 10.000 Diamanten hat und mit einer Zauberrüstung angreift und wir alle tot sind. Wo kam ich her? Hier. Ja, das Geile ist, ihr wisst noch nicht, wo ich wohne. Ich kann euch noch so lange angreifen. Ach, wir finden das schon irgendwann. Naja. Du hast meine wertvolle Truhe auch nicht. Wow. Also von daher. Das ist aber jetzt ungut. So eine guckt weg. Kann man gut guckt verteilen. Weg. Verdammter Mist. Man kappt einfach TNT die Verbindung. Kanone bauen. Oh ja. Man kappt dann einfach die Verbindung. Geht noch weiter hoch. Hey, ich hab einen Goldhelm. Dann holt hey, ich hab Samen. Raus und ja, wir schießen dich einfach mit der TNT-Kanone runter. Nein! Boah, jetzt darf ich fertig. Doch. Ich bin aber nur bis in meine Mitteletage 2. Was sind die Nippel-Etage? Mittel. Ach so, Mittel. Oh, wow, das Spinne! Oh Gott. Oh. Oh Gott, wie ich das hasse. Wenn man sich umdreht, da steht so ein Monster vor einem. Ja, das ist kacke. Das war gerade übrigens ein Angstschrei. Lüg nicht, ich weiß, wie sich deine Angstschreie anhören. Ach, das war gar nicht. Ja, meine richtigen Angstschreie sind. Kram? Ja, Cry of Fear heißt doch übersetzt Angstschrei, du Depp. Siehst du? Ja, du hast gerade nicht verstanden, was ich damit sagen wollte. Nein, hab ich nicht, wahrscheinlich. So, ich wollte mir eine Mine markieren seit 10 Minuten. Mischnuten. C, ne? Nee, doch C. Mine 1. Okay, du bist die pinke Mine. Ja, die ist bei mir pink. Eine Mine! Eine Mine! Musste sein. Klasse. Großer Beleuchtung. So, ich baue mein kurz. Fetter Balin. Mein fetter Balin. Naja, so langsam wird's. Wir brauchen neue Sprüche. Ich muss mir öfter mal Hobbit ansehen. Da kommen bestimmt auch so ein paar Dinger vor. Naja, ich hab ihn ja da zur Not. Ach, siehst du, du wolltest ihn auch mal haben, Mark, ne? Das haben wir mal vergessen. Ich hab die Disc vergessen, naja, scheiße. Ihr seid ja bald wieder hier. Jo, kann ich's mitnehmen. Das ist so ein Blu-ray-Laufwerk, oder? Oh, Problem. Aber Volker hat eine PS3. Achso, naja, aber dann... Ich hab's, glaube ich, noch so eine digitale Kopie, oder? Glaube ich schon. Im Mittel. Aber auch. Du müsstest ja... Nee. Schon mal gesagt. Digitale Kopie, da müsstest du dich aber irgendwo anmelden und dir den runterladen. Könnte ich dir aber mehr Filme geben, so mit. Ich brauch dir eh nicht, ich hab's selber auf Blu-ray. Ich hab mehrere solche Dinger, wo du sie nochmal runterladen kannst. Zum Beispiel die Avengers oder so. Ich glaub, die Avengers war es noch. Ich glaube Silent Hill, der neue, habe ich. Ja, siehst du, kannst du ganz viele Filme runterladen durch mich. Siehst du mal, wie gütig ich zu dir bin. Dämlicher Zombie. Das weiß ich doch selbst. Ja. Deswegen habe ich dich auch in die Backfish Gang eingeführt. Was? Ich bin drin! In der Gang bist du schon lange. Aber ich bin kein Backfish Buddy, oder? Die Buddies sind dann wieder rein. Achso, das ist anders. Die sollen okay. Bei der Gründung dabei sein. Ist die Backfish Gang Gangbang? Bang, 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 die bang. Ich sag nein, bang, 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 bang. Ist sowas, ist bang, etwas so bang, cooles, bang, dass du niemals bang, in deinem Leben so bang, etwas erhalten hast. Achso, ist also eine Gay Bang. Naja, Backfish, was denkst du dir denn? Nein, das geht doch gar nicht. Er hat doch schon gesagt, dass es eine coole ist. Oh, Marc, du hättest heute mal online sein müssen. Ich hab dir vorhin ein richtig cooles Bild in Skype geschickt. Kühl und warm. Das ist wieder kuschelig. Oh, oh Gott, der ist ich schlimm. Weiß, der war so schlecht. Oh, das sind Kühe. Hallo, Kühe. Oh mein Gott, das ist das erste Huhn in meinem Tal. Willkommen, Huhn. Du hast getötet. Töte deine Artgenossen. Vor allem, er braucht die Eier. Ja, ich sag's doch, das hört sich so falsch an. Oh, hier mal. Ist aber auch schlimm, hä? Ihr seid heute mal wieder ein bisschen pervers, hä? Ja, heute merk schon. Das liegt da ist ein Wurm drin. Felix, deine Nicht-Anwesenheit daran liegt. Ach ja, das ist weg, ne? Das wäre nur noch schlimmer. Da kann ich zum Beispiel mal machen. Felix hebt das Niveau. Ja, das war gut. So, was kann noch weg? War, glaube ich, der schlechteste Witz, den wir heute zu hören kriegen. Der Witz des Jahres. Ja. So. Herr mit dir, du Fleisch. Gestern habe ich mich auch verarscht gefühlt, gell? Meine ehemalige Klassenlehrerin hat uns rausgeholt. Mich und Lukas, weil es hatte sich noch was an den Partnern geändert für Englisch-BLF.
Und dann sagt sie mir ernsthaft, ich soll morgen pünktlich sein. Tut ihr ernsthaft so, als wäre ich nie pünktlich? Schlampe. Also, jedes Mal bin ich pünktlich, weißt du? Und sie guckt mir an, ja, aber denk daran, pünktlich sein. Und dann nochmal, ja, aber pünktlich sein. Tja. Ich habe mich so verarscht gefühlt. Ich mag diese nie. Lehrerin, die hat einen guten Sinn für Humor. Wer ist denn deine Lehrerin gewesen? Schnieber? Nee. Frau Spannbauer. Ah, nee, die kenne ich nicht. Ah, die kenne ich nicht. Alter, wo kommen bei uns die ganzen Creeper her, ey? Die ist eigentlich ganz cool, die hat mir eine 3 gegeben. Aus dem Tickertuckerland. Die haben mir gerade meine... Aus dem Tickertackensee. Oh nein, das Fleisch! Das gute Fleisch liegt auf dem Dreck, oh nein. Ey, meint ihr, ich sollte eine extra Insel machen für so eine epische Erntemaschine? Nein. Nee, Erntemaschine, was? Was willst du bauen? Er will eine epische Insel für eine epische Erntemaschine. Ja, Wahnsinn. Die Erntemaschine mache ich ins Tal. Erntemaschine, ich schon brennender Zombie. Hey, eine Schlucht. Ja, irgendwie muss ich mich ja anhören. Immerhin bin ich von euch abgeschnitten. Ach, diese blöde Dings hier, jetzt habe ich den Waypoint noch offen. Kein Wunder, ich wundere mich die ganze Zeit. Waypoints. Aber das ist so geil, ich werde jetzt mit Weichen in diesem Tal diese ganzen Tiere so sehr vermehren, dass da unten nur so wimmelt. Das ganze Tal soll voll wimmeln. Ja, einfach episch. Hat eigentlich jemand eine Ahnung, wie man eine Pilzinsel findet? Gibt's da irgendwie einen Trick? Muss man da eine ganze Weile laufen oder ist das echt auf Zufall? Man muss so einen Nerv finden, so ein Ozeanbio. Okay. Und da ist es häufiger, oder wie? Ja, es ist eine Insel. Was passiert, wenn ich heute eine... Was kriege ich, wenn ich heute so ein Pinselbiom finde? Pinselbiom. Pilzbiom, meine ich. Wenn du mir zeigst, wo sie ist, dann schenke ich dir 10 Diamanten. Aber ich brauche mindestens ein Myzel. Also wenn du mir... Hast du eine Behutsamkeitsspitzhacke? Ja, hab ich. Wenn du mir ein Myzel abbaust, brauchst du mir gar nichts schenken. Und ich sag dir, wo die Insel ist. Ich brauche nur ein Myzel oder am besten 10 Myzel. Je mehr, desto besser. Desto schneller baut sich das bei mir auf. Ja, okay. 10 Myzel. Erstmal so ein scheiß Ozeanbiom finden. Ich renne jetzt einfach in irgendeine Richtung. Wird schon irgendwann mal ein Ozean kommen. Ja, ich glaube hier von... Hinter der Wüste da hinten... Warte, ja, woher sollte Marcel ich jetzt eigentlich... Er hat meinen Zaubertisch benutzt, kann sein, dass er daher schon hat, oder Zauberbücher war ja auch noch, ich hab ein Buch mit Behutsamkeit in der, Ja, er hat so gestern schon gesagt gehabt, er hat so ein Buch gefunden. Er wusste nur noch, dass Glück dabei war, von Behutsamkeit wusste. Ja, Glück 3 und Behutsamkeit 1. Das ist so ein verdammter Wichser, ich versteh's nicht, warum ich nie irgendwas finde. Ich hab das Wichtigste, ich hab ein Haus, ich hab Fleisch und ich hab Leder. Sepp, ich hab auch schon Melonen. Na, das interessiert mich nicht, Melonen sind eh unpraktisch. Außer für irgendwelche Tränke. Für Tränke sind die wichtig. Ja, für Tränke vielleicht. Aber für meine normalen Standard-Gedöns-Sachen ist es eher unpraktisch. Ich brauche lieber Kühe und Weizen. Und das ohne Maschinen und ohne Überzüchtung. Und trotzdem überlebe ich. Tja, Pech. Naja, du bist schon mal gestorben. Ja, aber nicht an Hunger. Wollen wir das mal in Beacht nehmen. Ja, wir sind noch gar nicht gestorben. Ja, genau. Das interessiert mich doch nicht. Macht euch das jetzt zu besseren Menschen? Nein, aber wir können das nicht. So, meine Insel ist fertig. Also okay, das ist glaube ich kein Ozean hier. Fertig ausgefüllt. Also bei mir hinten ist ein Ozean. Ja, ich bin auch gerade. Nee, das ist noch Land und ich gehe einfach mal rein. Ich gehe jetzt einfach mal eine Stunde lang in eine Richtung. Wird schon irgendwann was kommen. Vielleicht eine Insel oder so. Vielleicht soll ich mir ein Boot machen. Boah, das ist ja mal ein total dickes, fettes Bergmassiv hier. Ist immer cool. Das ist immer richtig cool hier. Also auf so einem richtig. Nee, das ist wirklich so eine Steilwand hier. Wie so eine Steilküste. Ja, das cool. Richtig geil. Schick. Oh, ja. Lol. War das gerade. Ach, hier ist ein Schwein in Blöcken und im Wasser gleichzeitig. Das ist doch mal gekonnt. What the fuck? Jo. Ist so. Ich hab's jetzt auch mal. Aha. Nein, 1000 Diamanten verloren. Einer für Wasser. So, ach ja, genau. War doch schon mal gestorben. War heute schon mal? Ich sagte ja auch nur einer für Wasser. Nee, heute noch nicht. Okay, er hat 4. Hast du denn da eine Textdatei gemacht, oder wie? Nö, schreib's mit der Hand auf. Weißt du, das schreiben. Mit Stift und Papier. Nee, kennst du das? Ich hab irgendeine Tastatur gehört. Ja, weil ich zufällig auf die Tasten kloppen muss, wenn ich mich bewegen möchte. Was? Schreibst du das auch? Natürlich, ich will zählen. Was wir am Ende so haben. So eine Statistik. Ja, ist ja unfair. Ihr baut ja auch keine fliegende Insel. Ist mir doch egal. Ich fall auch trotzdem oft genug runter irgendwo. Ich baue schließlich auch ein riesiges Höhlensystem auf, ja. Aber das liegt daran, weil du einfach nur ein Noob bist. Ja gut, das ist auch wieder wahr. Oh fuck, jetzt muss ich runter. Wo ist das Skelett? Ich höre hier die ganze Zeit ein Skelett. Bah!
Och nö, das ist die eine Schere. Sicht. Nee, da ist ja die Schere. Sicht. Sicht. Oh, mein Knöchel. Schon wieder derselbe. Oh. Ja, immer auf den Knöchel.